toll siehst du aus. Ja, du aber, dreh dich doch einmal, du siehst fantastisch aus. Was, wo, aus welchem Land kommt das? Es sieht spanisch aus. Das ist tatsächlich spanisch. Hey. Was die NASA nicht weiß, ich habe natürlich ein bisschen recherchiert. Ach, hast du schon, okay. Naja, NASA, du weißt ja, wie es ist. Wir haben ja gemeinsam ein Styling und ich glaube, es sind tatsächlich in diesem Jahr, die Birgit ist hier mit ihrem neuen Freund, die habe ich eben schon gesehen. Du bist da und ich. Und dann geht man ja vorher schon mal rein. Wir verraten jetzt ein kleines Geheimnis. Sag mal, was hat denn die NASA an? Was hat denn die Birgit an? Machst du das auch oder bist du nicht so neugierig? Ich bin's. Ich bin tatsächlich auch neugierig. Ja. Also man ist ja, man quält sich ja selber immer ewig mit der Frage. Ich tue normalerweise immer auf cool und sage dann immer, nee, ich habe mich 3 Stunden vorher entschieden. Aber diesmal war das so, dass ich mich eine Woche gequält habe. Was ziehe ich an? Was ziehe ich an? Und es ging hin und her. Und heute Mittag ist erst die Entscheidung gefallen. Also du weißt wahrscheinlich schon länger, was du anhattest. Ja, aber auch deshalb nur, weil mir wurde dieses Muster vorgelegt als Bild und es wurde dann angefertigt. Insoweit, ich musste mich eher entscheiden, aber auch tatsächlich erst 4 Tage vorher. Und ich musste aber dann auch noch zum Schneider, weil irgendwie musste es nochmal nachgenäht werden. Also wir wollen hier... Aber ganz ehrlich, das ist super schön, aber ein bisschen nervt es auch, oder? Ja. Es ist Jammern auf hohem Niveau. Wir wollen, Nasan und ich, wir sind happy hier zu sein, das ist ganz toll. Aber es ist schon, es ist nicht immer unanstrengend. Man darf das auch mal sagen, es ist voll anstrengend, aber am Ende geben wir uns Mühe und dann kommt irgendwo ein Foto raus, wo dann alles so sitzt und ausgerechnet das wird dann genommen und wir ärgern uns, aber naja. Ist ganz toll, dass du stehen bleibst. Guck mal, das ist die Rita, die ist ja auch hübsch, ne? Die Rita Ora. Oh, aber, Rita Ora. Ja, Rita. Auch toll. Tolle Frau. Oh, guck da. Ein Wahnsinnsausschnitt. Dankeschön. Ja, danke schön. Es tut mir leid, wenn ich dich sehe. Wenn schon, denn schon. Dann gebe ich mir mal ein bisschen Mühe. Festgeklebt oder einfach so? Alles komplett getaped, von oben bis unten. Ich habe schon ein bisschen mit Nasan darüber gesprochen, es ist kein Jammern, ja, aber es ist nicht ganz unanstrengend, sich für so einen Abend vorzubereiten. Das heißt auch die Kleider, weil das Ding muss natürlich auch in 4 Stunden noch sitzen, Grace. Ganz genau, also ich habe vorhin schon gesagt, ich bin happy, wenn ich nach Hause komme und mir das Make-up abmachen kann und im Jogger bin. Ne? Es schaut immer alles sehr toll aus, aber es ist eine pure Konzentration, ne? Dass man den Body nicht sieht, dass man nicht aus dem Schuh rausrutscht, dass die Haare liegen, dass man dabei auch noch lacht. Aber es ist super und du kannst ja nochmal runterschwenken. Schau mal, es ist nämlich nicht nur oben ein fantastischer Ausschnitt, sondern auch unten.